Kommt ruhig um die Ecke. Hier stehe ich nämlich jetzt genau richtig, um den einfach zu verprügeln. So. Hier am besten wieder rausdashen, bevor das ungesund wird. Den töten und hier alles einsacken. So. Ah, hier war eine Vendor-Coin versteckt. Gut, ich habe mich schon gefragt, was da oben ist. So, jetzt kann ich hier einen Affe schnabulieren. Da drüben wäre übrigens noch ein Weg runter. Hallo. At last a friendly face. Kirillif ran into the storage room. He used his blink skill to get over the water. I suspect Quillif built some kind of device that boosts his frost magic. That's why it's getting so cold in here. Okay. Was seid ihr für Viecher? Ihr seid Konfusionsviecher. Ach du meine Kacke. Wo, plus 10 Mana. Das habe ich gern. Gut. Da drüben ist einfach ein Weg nach unten und sonst ist hier nichts. Okay, das hat mich jetzt ziemlich runtergeprügelt, die Konfusion. Deswegen ziehe ich mal hier wieder ein paar Käfer zusammen. Auf dass mich das ein bisschen heilt. So. Hat sich wirklich, weil ich nicht aufgepasst habe gerade. So, dann ziehen wir halt hier noch ein paar zusammen. So, solange ich Käfer töte, hält es ein bisschen an. Und dann mache ich mal ihre Spawner kaputt. So. Das hat jetzt geheilt, ein bisschen. Oh, das hat wieder Schaden gemacht. Der Safe Point sagt wohl, da geht's weiter. Immer ein bisschen an den Safe Points orientieren, wo es weitergehen würde. Macht doch irgendwie Sinn. Wow, die Höhlen hier sind wieder weitläufig. Was ist hier oben? Ach du meine Güte. Ach so, das sind Ameisen, die auch noch spucken. Heilige. Also ja, es freut mich, dass sie einen neuen Gegnertyp eingeführt haben. Sonst wäre es langweilig gewesen, immer nur dieselben Viecher zu töten. Ach so. Geht weg. Okay. Vor Fliegenschwärmen fernhalten. Haben wir jetzt gerade auf die schmerzhafte Weise gelernt. Mann, hier gibt es noch so viel zu erkunden.
Also ja, ich bleib erst, geh erstmal wieder hier unten zurück und guck mich hier unten weiter um. So, euch pisse ich mal alle an. Euch hier auch, weil ich muss mich mal wieder hochheilen. So, hat ein bisschen was gebracht, wenn auch nicht viel. Oh, noch ein Erz. Sehr schön, Erz finden. Hier ist jetzt nichts mehr. Doch, ein großer Krieg. Große Stachelkolonie. Und hier ist eine ziemlich wichtig aussehende Brücke eigentlich. Okay, ich guck doch mal hier neben dem Save Point, was es da gibt. Außer jeder Menge Larvenzeug. Ein paar Kriecher. Ah, ein Schalter für eine blaue Brücke. Und eine Orange. Sehr schön. So, das Geld noch einsacken, was hier rumliegt. Die beiden Äpfel. Na gut, dann. Ja, 180 Grad habe ich leider noch nicht. Ich habe nur 120 Grad im Augenblick. So. Blue Bridge restored. Sehr schön. Wo auch immer die Blue Bridge ist. So, erstmal den wegmachen, dann die wegmachen. Ja, wie gesagt, ich habe noch keine 180 Grad Sch und Umschutz. Nur 120. Okay, sehr viele von denen. Das heißt, wir ziehen sie zusammen. Und töten für Combo-Heilung. So. Ach du meine Güte. Wenn ich hier nicht vorsichtig bin, könnte das schmerzhaft werden. Na, so geht das viel schneller. So, ihr beide weg. Und dann kriege ich eine Vendor-Coin. Und mehr Schaden. Sehr schön. Also ja, fliegen kann ich nicht töten. Ich frage mich übrigens gerade, wo mein Level Up. Also mein Sternchen-Trainer ist, der mir neue Skills beibringen soll. Obwohl, halt, den gibt's ja gar nicht. Da habe ich was verwechselt. Der Sternchen ist ja der Kombo-Meister. Die Skills, die neuen, die kriege ich ja vom Offensiv- und vom Defensiv-Trainer. So, wieder so ein Ding. Oh, ein Secret im Secret. Geld und Damage Upgrade. Das nehme ich gerne.
So. Schaboing. Noch ein Damage-Upgrade. Sehr schön. Neuer Trank. Dann kann ich den alten mal trinken. Und ja, hier habe ich alles. Die fliegen, wie gesagt, aber die lasse ich in Ruhe. Oh, wieder solche netten Ameisen. Und den Vendor-Coin. Kein Secret mehr. Da drüben wäre der neue Teleporter. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, die Teleporter bringen einen immer nur genau dahin zurück, von wo man gekommen ist. Also ich meine, der in der Stadt. Ah, hier ist noch Grünzeug, was weg kann. So, hier wäre die... Ah, gut. Das ist die wichtige Brücke. Aber ich gucke erst hier oben. Da ist nämlich noch ein Secret, ziemlich gut versteckt. Geld und ein Left and Health. Also ein Leben. Sehr schön. Oh. Da durch. Hier noch ein paar Büsche weghacken. Huh. Hallo, Boing. Nein, das war der Falsche. Das war auch der Falsche. Der ist richtig. Nein, das war der Falsche. Wow, raus hier. Du, du. Du und du. Pyramid Elevated. Okay. Dong. Ah, wir müssen hier unten die Pyramiden aktivieren. So, hier mache ich das rote Ding. Hierfür habe ich noch nicht die Coin. Also den Runenschlüssel, um mich hier zu teleportieren. Aber jetzt kann ich schon mal... Gott, du bist ein ganzer Verteidigungsturm. Okay. Au. Ja, das sind mal wieder die Skelette. Na kommt, ich wollte euch doch nicht alle am Hals haben. Ach Gott, das sind auch noch die Skelette, die Totems hinterlassen. Oh, ich bin fast tot. Hier oben war ein Schnitzel oder ein Schinken. Na, wenigstens etwas. Gucken wir lieber mal hier nach, ob hier nicht der Runenstein ist, bevor wir da mit den, uns mit den Skeletten amüsieren. Ach nee. Schon wieder so einer. Verstecke ich mich mal hier hinter der Ecke. Dann wird er nämlich gezwungen sein, hier um die Ecke zu kommen. Ah, und hier trifft er mich leider. So nicht. So treffe ich ihn und mache ihn kaputt. So, die Kolonie kaputt gemacht.